darf jetzt die Christel Meyer bitten zu kommen. Sie hat mir ihr Thema nicht verraten, selbst ist die Frau. Ich kann nur sagen, sie ist sehr engagiert für Friede und Freiheit und ich bedanke mich dafür. Danke, Christel. Ich freue mich, dass ich wieder einmal hier bin, und zwar genau nach einem Jahr. Ich erinnere mich daran, dass ich damals, vielleicht war es gerade so die dritte Friedensmahnwache, hier vorbeikam, die Leute gesehen habe und mich zugehört habe und war eigentlich sehr angetan davon, wie das hier abgelaufen ist und was gesagt wurde. Und von da an bin ich eigentlich das ganze Jahr mit kleinen Fehlstellen immer hier gewesen, habe ein paar Mal gesprochen und habe sehr oft zugehört, habe viel gelernt und habe versucht, mich mit den anderen auszutauschen. Es ist so, heute ist auch 70 Jahre Zweite Republik. Es sind in Wien die Bundespräsidenten zusammengekommen von Deutschland und von Österreich. Und man muss sagen, vor 70 Jahren hatten wir quasi das Ende des Zweiten Weltkrieges und man denkt jetzt daran, dass das nicht mehr wiederkommen darf. Und mein Thema für heute ist eigentlich, wie wollen wir leben? Und zwar werde ich ein bisschen eine Rückschau machen auf die Probleme, die im letzten Jahr weltpolitisch da waren, mit denen wir konfrontiert waren und die mir auch am Herzen liegen zu erwähnen. Nicht, weil wir sie alle anpacken können und alle lösen können, aber weil wir doch wahrnehmen sollten, dass unser Friede, der nach außen hin hier immer zum Glück noch so gegeben ist, doch sehr bedroht ist von vielen Faktoren, die heute auch nicht erwähnt worden sind. Sehr eindrucksvoll war allerdings die Darlegung auch über das Finanzsystem, die ich absolut nicht toppen kann, weil sie so toll war. Und da nur vielleicht einen kleinen Punkt auch aus meinem Wissen her beitragen würde. Es ist so, ich denke, wir stehen für Frieden, Nummer eins, für Freiheit. Aber ich denke, wir sollten auch dann in Fortsetzung froh sind, Freundschaft und all dies Fröhlichkeit bedenken. Das heißt, das könnte unser Ziel auch sein. Was ich auch möchte, ist Fragen stellen. Ein weiteres F aus dem FF heute. Und was ich nicht möchte, ist Feindschaften pflegen. Ich möchte die Feindschaften, die existieren, eigentlich eher auflösen und das, indem ich ein bisschen mit den Fragen beitrage, die Dinge darzustellen, wie sie wichtig sind und woran wir uns halten sollten. Ja, es ist also wie gesagt ein Jahr her, dass wir die Friedensmahnwache begonnen haben und zuerst werde ich ein bisschen rekapitulieren, die Probleme, wie ich gesagt habe, und im zweiten Teil möchte ich dann auch etwas dazu sagen, wie es weitergehen soll, wie man sich ein besseres Leben vorstellen kann. Ergänzend zum Finanzsystem möchte ich auch einen ganz kleinen Beitrag nennen. Und zwar hat man das heute auch in der Zeitung lesen können, im Standard von Christian Felber, dass der EU quasi 1.000 Milliarden Euro entgehen durch Steuerhinterziehung, durch Steuern, die nicht gezahlt werden. Das sind 7,1% des BIP. Budgetdefizit EU-weit ist aber nur 2,8%. Das heißt also, wenn wir jetzt die Diskussion haben darüber, welche Länder was alles einsparen müssen, damit die Finanzen bedient werden können, dann müssten wir uns eigentlich nur orientieren daran, welche Steuern wo hinterzogen werden und wie wir die einholen können. Dann hätten wir immer noch dass ein Drittel nur des Geldes verausgabt, das von diesen Steuern dann eingenommen worden wäre. Das heißt also, das ganze Budgetdefizit würde nicht existieren, wir hätten noch zwei Drittel drüber dazu verdient, kann man sagen. Das ist etwas, was also falsch läuft. Wir nehmen das Geld nicht dort, wo es eigentlich zu holen wäre, sondern versuchen, der Mittelschicht und den Ärmsten noch was abzunehmen, sie zum Sparen zu zwingen, ganze Länder in die Knie zu zwingen. Und ich muss ehrlich sagen, ich möchte da doch zu Griechenland sagen,
Die Regierung ist gewählt worden, weil sie eine andere Politik versprochen hat und nicht, weil sie eine Fortsetzung der Politik versprochen hat, wie sie jetzt wieder gefordert wird. Es geht darum, dass sich etwas ändert und nicht darum, dass das Finanzsystem in genau der gleichen Art und Weise weiter bedient wird, wie es schon seit Jahren und Jahrzehnten mit Ländern und Kontinenten gemacht wird. Und das ist einfach, was unsere Zeitungen schreiben, ist wirklich skandalös, wie wir für dumm gehalten werden, was man uns erzählt, wie die Griechen sich nicht so benehmen können. Dabei ging es darum, endlich einmal eine andere Politik zu haben. Und das ist doch der Grund gewesen, warum diese Regierung gewählt wurde. Ich komme jetzt ein bisschen zu den Vorkommnissen des letzten Jahres. Und zwar haben wir natürlich hauptsächlich angefangen damit, als wir über die Ukraine gesprochen haben. In der Ukraine war das Problem, dass der Krieg sich in Europa ausweiten könnte. Und das ist genau das, was wir nicht möchten. Wir möchten nie wieder Krieg in Europa haben und auch nicht in der Welt. Aber ganz bestimmt sind wir nicht bereit, Stellvertreterkriege in unserem Kontinent zu führen mit Nachbarn, mit denen wir überhaupt keine Feindschaft haben. Und das ist eben die Ukraine und Russland. Und wir wollen da keinen Missbrauch, der von außen geschieht, indem einfach hier ein Unfrieden geschürt wird. Noch immer müssten wir eigentlich Fragen stellen, Fragen zu, was war eigentlich auf dem Maidan? Wer waren eigentlich die Scharfschützen? Das ist nie beantwortet worden. Es ist auch nicht beantwortet worden, wie der Absturz der MH17 zustande kam. Auch da gibt es viele Fragen, die man noch stellen könnte. Es gab in diesem Jahr auch den Absturz des malaysischen Flugzeugs, das sozusagen sich in Luft aufgelöst hat. Dazu will ich jetzt keine Spekulation sagen, aber vielleicht hat es sich ja in Luft aufgelöst. Es kommt vieles dazu. Und zwar haben wir natürlich die Krisen im Nahen Osten. Wir haben das Problem, dass wir immer noch nicht nach Jahrzehnten das Problem von der Palästinenser gelöst haben. Es gibt immer noch diesen Unfrieden und es hat der Gaza-Krieg stattgefunden mit sehr vielen Toten, Verletzten, zerstörten Häusern und Menschen, die traumatisiert sind. Es ist quasi nichts geschehen, um wirklich diesen Skandal genauer aufzulisten, zu zeigen, was los ist und vor allem zu helfen. Zu helfen und klarzumachen, dass die Politik versagt hat in den letzten Jahrzehnten, eben auch die Politik der EU, die sich eigentlich nur immer schweigend zurückgezogen haben. Und UNO-Resolutionen, egal ob sie eingehalten wurden oder nicht, das hat keine Rolle gespielt. Man fragt sich, wozu es die UNO gibt, wenn die Resolutionen alle gebrochen werden können, ohne Konsequenzen. Das ist eines der größten Probleme des bedrohten Friedens in der Welt, ist jetzt neben der aktuellen Ukraine-Krise eben auch das Palästina-Problem, wo die Menschen humanitäre Hilfe brauchen und politische Hilfe. Dann kommt der Krieg mit Syrien. Syrien ist auch ein Problem, das sich eigentlich ergeben hat aus Anlässen, die man nicht nachvollziehen kann. Assad war immer der beste Freund des Westens und plötzlich war es nicht mehr. Wieso das so plötzlich kam, lässt sich auch nicht wirklich nachvollziehen. Wir haben jetzt viele Flüchtlinge und dieses Problem ist schon eines, das auch gelöst werden muss. Und dieses Problem löst sich natürlich immer schwerer, je mehr Krisen und je mehr Krieg es gibt. Und der Nahe Osten ist gerade zum Pulverfass geworden. Nachdem quasi das angefangen hat mit Irak, hat sich die Schleife immer weiter gezogen. Es ging dann eben auch mit Syrien, es ging mit Libyen weiter. Und im Augenblick ist es so, dass die ganze Region doch sehr in Bedrohung ist. Wir haben Flüchtlinge aus Afrika, das sind vielfach Bürgerkriege dort, die eben auch deswegen so laufen, weil das Finanzsystem eben die Menschen aushungert, weil die Menschen keine Arbeit haben, weil die Menschen keine Perspektive haben, weil sie keinen Handel treiben können. Unsere Handelsgesetze sind so, dass die Menschen in diesen Ländern ihre Waren eben nicht gewinnbringend verkaufen können. Wir unterbieten das eben aufgrund dieser Handelsgesetze. Dazu kommt, dass wir Waffen liefern in alle Welt. Und ich meine jetzt nicht Österreich, sondern ich meine natürlich die waffenproduzierenden Länder. Und damit wird Krieg geschürt,
Damit werden Unruhen befeuert. Wo viele Waffen sind, da werden sie auch eingesetzt. Es kommt dazu, dass Saudi-Arabien in den letzten Jahren für Milliarden Dollar Waffen gekauft hat. Saudi-Arabien ist jetzt auch beteiligt am Krieg im Jemen. Und wir wissen, dass die IS-Gruppen ja auch quasi aus dem ehemaligen Saddam-Militär sich gebildet haben, die dann arbeitslos geworden sind, nachdem sozusagen für sie nichts mehr übrig war nach dem Irakkrieg und die sich dieses Feld jetzt ausgebreitet haben. Und zwar benutzen sie hauptsächlich die Waffen, die der Westen einmal geliefert hat. Es ist überhaupt so, dass die Waffen des Westens überall in der Welt inzwischen herumspuken und damit die ganzen Krisenherde befeuern. Aber es gibt noch mehr Probleme. Es gibt die Bootsflüchtlinge. Wir hatten das schreckliche Unglück vor kurzer Zeit, wo 700 Menschen ertrunken sind. Und wenn man da ins neue Jahr jetzt hineindenkt, was alles war, es hat angefangen mit dem Paris, mit dem furchtbaren Charlie Hebdo-Sache. Es ging weiter mit German Wings und dem Absturz. Es ging weiter, wie gesagt, mit den Bootsflüchtlingen. Und nun haben wir das Erdbeben in Nepal. Es sind so viele Unglücke, dass man schon nicht mehr weiß, wo man sagen soll, dass es am wichtigsten ist, etwas zu machen. Und wir haben nicht alle genug Fragen gestellt, ob wir etwas hätten vermeiden können von all dem, was ich eben aufgezählt habe. War es möglich, vorher etwas mehr zu wissen? Ist es möglich, jetzt noch nachzufragen und um bestimmte Dinge in Zukunft zu vermeiden? Ist es möglich, mehr Verantwortliche mehr Menschen zur Verantwortung zu ziehen? Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf und statt dass sie geringer wird. Und dazu wurde heute schon viel gesagt. Daran ist eben das Finanzsystem mit seinen Auswirkungen schuld. Wir haben aber auch noch andere Dinge zu beklagen. Es ist so, dass wir eigentlich am 3. Mai hätten wir Weltpressetag, aber wir haben nicht wirklich Pressefreiheit. Und es sieht so aus, dass wir nicht mal die Freiheit haben, alles zu sagen. Viele Menschen zensurieren sich bereits selbst. Sie sagen nicht mehr alles, was sie sagen wollen, denn es ist vieles wirklich auch in unserer westlichen Demokratie nicht mehr möglich. Ich spreche nicht nur von China und Tibet, das auch noch ein weiteres Problem ist, sondern es sieht eben auch so aus, dass auch bei uns die Presse nicht frei ist und nicht alles berichtet. Das wurde auch schon gesagt. Wir selbst sollten das aber einfordern und das ist eine der wichtigen Dinge. Sehr wichtig ist es aber auch zum Beispiel über die Freiheit zu sprechen, über die Überwachungsindustrie. Die Überwachungsindustrie existiert nicht nur, weil wir überwacht werden sollen, sondern sie existiert auch, weil sie einfach ein guter Output ist. Es sind Milliarden von Geldern gehen in die Rüstungsindustrie, es gehen aber auch Millionen und Milliarden in die Überwachungsindustrie. Und das muss einfach weiter gemacht werden. Das ist einfach Wirtschaftswachstum und Wirtschaftswachstum wird bedingt durch unser System. Das heißt, Überwachung ist einfach nicht nur einfach, um uns zu kontrollieren, sondern ist ein sehr großer Wirtschaftsfaktor. Ein ebenso großer Wirtschaftsfaktor ist auch natürlich auch die Gesundheitsindustrie, wobei ich sage, die meisten Menschen wollen gut handeln und Gutes tun, aber es sieht so aus, dass eben in einem System, das immer wachsen muss, kann bei uns nicht die Gesundheit wachsen, sondern die Krankheit muss wachsen, denn in unserem System wird die Krankheit bezahlt und nicht die Gesundheit. Ein Arzt, der einen Menschen gesund macht, verdient dann weiter nicht mehr am gesunden Menschen. Und das ist ein Problem des Systems und nicht des Arztes. Ich klage nicht die Menschen an, die sich bemühen, Gutes zu tun und viele tun Gutes und viele haben mir und meiner Familie auch schon Gutes getan. Aber das System lässt es einfach nicht zu, dass einmal auch dann Ruhe ist, sondern es muss immer mehr generiert werden. Das heißt, Krankheit muss auch erfunden werden. Es müssen die entsprechenden Tests zu den neuen Krankheiten dazu und das Ganze ist auf Wachstum ausgelegt. Und da ist ein Problem, viele kennen ja schon meine Vorträge zu AIDS und Krebs, das ist einfach ein Problem, das da existiert, dass Menschen eben auch
dann möglicherweise falsch überbehandelt oder falsch diagnostiziert werden oder Schlimmeres. Und wir wissen das. Ein neues Thema vor kurzem ist wieder sehr stark in den Medien gekommen. Das ist das Thema Impfungen. Ich will über Impfungen nicht jetzt sprechen. Das machen andere gekonnter und besser. Außerdem ist das jetzt nicht das spezielle Thema hier. Aber eins möchte ich sagen. Zur Freiheit gehört, dass wir unsere Gesundheit und das, was wir an unserem Körper machen wollen, selber aussuchen können. Und dazu gehört, dass es keine Zwangsimpfungen geben darf gegen nicht eine einzige Sache. In USA ist es bereits so, dass Kinder zum Teil geimpft sein müssen, damit sie überhaupt in die Schule und den Kindergarten gehen können. Und es wird angedacht, auch in anderen Ländern, so zum Beispiel nur noch dann Kindergeld oder gratis Kindergarten und dergleichen zu geben, wenn Kinder geimpft sind. Wir wissen aber, dass Menschen sehr unterschiedlich auf Impfungen reagieren und dass das eine fatale Sache wäre. Es wäre einmal eine Aushebelung der Demokratie und zweitens wäre es eine Gewalt an der Gesundheit vieler Menschen. Und das will ich hier nur kurz ausführen. Ich kann natürlich zu solchen Themen auch sehr lange sprechen, da ich viele wissen, dass ich Biologin bin und auch mich mit Molekular- und Mikrobiologie beschäftige. Ich will hier hauptsächlich den Freiheitsaspekt ansprechen, den ich für sehr wichtig halte. Das ist ein weiterer Punkt. Ein anderer Punkt ist die Familie. Die Familie hat mit Sicherheit Vorrang vor dem Staat. Und deswegen müssen wir die Familie auch schützen, damit Menschen nicht einfach aus Familien genommen werden und damit sich der Staat quasi über die Familie stellt. Natürlich gibt es immer Einzelfälle, wo auch Gutes geleistet wird und der Staat etwas Sinnvolles macht. Aber wichtig ist es, dass wir die Kontrolle darüber haben, dass wir dass die Medien darüber berichten, dass es anständige Gerichte gibt, dass man die Möglichkeit hat, sich zu wehren und nicht, dass einfach Kinder verschwinden, wie das auch in Österreich der Fall ist, und Familien zerstört werden. Das ist ein weiteres wichtiges Thema, das den Frieden in der Familie, in der Gesellschaft erhalten muss. Ja, wichtig finde ich auch, es wird viel gesprochen über Klimawandel. Ich will mich dazu nicht äußern. Es gibt viele Punkte, die in eine und andere Richtung gehen. Mit Sicherheit ist es gut, wenn ein Land energieautark wird. Das heißt, wenn wir hier in Österreich versuchen, energieautark zu sein, egal aus welchem Grund, ist das auf jeden Fall eine wichtige und gute Sache. Was aber schon heute erwähnt wurde, zu Anfang von Felix, ist, wir müssen uns mehr auch mit dem Thema Geoengineering beschäftigen. Es ist einfach so, dass Wissenschaft und Technik fortschreiten und in bestimmten Bereichen aber die Information über die Medien nicht weitergegeben wird. Und dazu gehört, dass wir einfordern, dass die technischen Neuerungen, die möglich sind, und das ist heutzutage im globalen Stil, genauso wie wir auch im molekularen Stil, im Nanobereich eingreifen können, dass wir umfassend informiert werden und umfassend diskutieren können. Denn wir möchten nicht über unsere Köpfe hinweg, dass bestimmt wird, wie zum Beispiel das Klima beeinflusst wird oder welche Dinge sonst noch mit unserer Erde gemacht werden. Ein gefährliches Thema ist natürlich auch Fracking. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass vor einigen Jahrzehnten gab es unterirdische Atombombenversuche. Damals wurde gesagt, die Erde kann dadurch verändert werden, es kann Erdbeben geben, es kann Auswirkungen haben so auf die Erdkruste, dass die Verschiebungen stärker sind, die natürlich auch auftreten. Und genauso ist es auch mit den Ölbohrungen. Für die Ölbohrungen müssen natürlich seismische Untersuchungen gemacht werden. Das heißt, es werden Wellen in die Erde geschickt, die zurückkommen, damit man weiß, wie das Gestein aufgebaut ist. Und solche Dinge kann man stärker oder leichter machen. Das heißt, das ist eben die Technik, die uns helfen kann, die uns aber auch Gefahren bringen kann. Und darüber müssen wir informiert sein und sprechen. Und das Fracking gehört mit Sicherheit auch zu den gefährlichen Dingen, die die Erde beeinträchtigen können. Denn es ist so, dass wenn wir die Erdkruste überall anbohren und überall sozusagen nicht in Frieden lassen, das auch an anderen Stellen Auswirkungen haben kann,
die wir heute noch nicht abschätzen können, die wir aber zumindest offen diskutieren müssen. Und da nehme ich die ganzen Medien und die Presse auch in Verantwortung. Ja, die Wälder werden abgeholzt und viele Dinge sind, die wir natürlich jetzt noch ansprechen könnten, aber ich will es auch kurz machen. Ich selbst habe in diesem Jahr nicht nur hier gestanden, sondern ich habe auch protestiert mit Amnesty und auch mit anderen Gruppen, und zwar für die Freilassung des saudi-arabischen Bloggers Ralph Badawi, der für nichts anderes als für die Gleichwertigkeit der Religionen eingetreten ist und dafür in Haft gekommen ist und verurteilt worden ist zu Peitschenhieben und zu 10 Jahren Haft, und der noch immer im Gefängnis ist. Die Familie musste nach Kanada auswandern, weil sie sonst so bedroht war. Und das ist eben auch ein Punkt, dass Menschenrechte auch verletzt werden, wenn man nur Religionsfreiheit fordert, beziehungsweise Gleichwertigkeit der Anerkennung von Religionen. Und die Religionen sind ein großes Konfliktpotenzial, und wir alle sollten natürlich uns gewahr werden, dass wir auf Erden frei miteinander reden sollten, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, aber dass wir nicht Menschen ihrer Freiheit berauben dürfen, nur weil sie vielleicht eine andere Einstellung oder Religion haben. Und nun will ich nicht zu viel. Geht das noch? Ja. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr zum Positiven kommen. Und zwar sagen viele Menschen, es war ja immer schon so. Es hat immer Krieg gegeben, die Menschen sind nun einmal so, und die Darwin'sche Theorie, Survival of the Fittest, das ist so in der Natur. Schauen Sie sich die Löwen an, schauen Sie sich die Insekten an, schauen Sie sich an, wer alles wen frisst. Ich bin Biologin, ich weiß das, aber ich kann Folgendes sagen. Es hat sich im Laufe der Evolution immer etwas verändert, das sagt ja Evolution aus. Und zwar kam ein ganz gewaltiger Schritt mit der Sehen und Gefühl, und damit kam die Mutterliebe auf. Und mit dieser Mutterliebe hat sich das, wie es so normal ist, über die beiden Geschlechter verteilt. Das heißt, es kam etwas später in der Evolution hinzu, und das war einfach die Liebe, die vorher in dem Maße es nicht gegeben hat. Und seitdem ist es eben leichter möglich, Liebe zu verbreiten, Liebe zu pflegen, Menschen Freundschaft zu erweisen, Empathie zu haben und einzufühlen, wie der andere fühlt, und sich dem dem Frieden und der Liebe anzuschließen. Es ist möglich, Empathie zu haben, und wir haben die Ethik entwickelt. Das heißt also, man kann nicht mit alten Gesetzen allein argumentieren. Evolution ist immer eine Weiterentwicklung, und die Weiterentwicklung muss in Richtung Empathie und Ethik gehen, und dafür stehe ich. Und dazu muss man sagen, wichtig ist es, dass wir jetzt die Ressourcen aufbauen, benutzen. Und zwar sollten wir sie aufbauen, sie nutzen für die Bildung. Das heißt in Familien, in Schulen, in Kindergärten, in Universitäten, in Freundschaften, in Kultur, in Weiterentwicklung. All das sind potenzielle Felder, die uns helfen können, Freude, Freundschaft und Frieden zu pflegen. Und ich möchte dazu noch sagen, dass es eben zwei sehr verschiedene Menschen waren, die gesagt haben, dass es wichtig ist, dass Menschen einen Sinn leben können. Wenn wir sehen, dass viele junge Männer nicht beschäftigt sind, so ist das die Schuld unserer Gesellschaft. Junge Männer sind quasi das stärkste Potenzial, das eine Gesellschaft hat. Und zwar aufgrund ihrer rein körperlichen Stärke oder geistigen, aber auch ihrer Hormone sind sie immer in Aktivität. Und wenn wir Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen zulassen, genauso natürlich auch unter Frauen und Mädchen, aber speziell gefährlich sind die jungen Männer aufgrund ihrer körperlichen Aktivität, so ist das eine Sache, die nicht geduldet werden kann. Der Mensch braucht Sinn, und jeder braucht Sinn, und auch die jungen Menschen wollen ein sinnvolles Leben haben und leben,
Und deswegen ist das so wichtig, dass wir dafür sorgen, dass alle Ausbildung und Arbeit bekommen und von ihrer Arbeit leben können. Ich möchte die Schere zwischen Arm und Reich verringern. Und zwar setze ich mich auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Wenn das aber nicht möglich ist, so sollte es wenigstens möglich sein, dass die Arbeitszeit verringert wird. Und zwar aus folgendem Grund. Es gibt eine Aussage von einem angesehenen Institut, dass sich in den nächsten 20 Jahren etwa 48% der Arbeitsplätze durch Automatisierung quasi wegrationalisieren werden. Wieso ist es so, dass wir behaupten, wir müssen immer länger arbeiten, um alle wirtschaftlichen Erfolge des Wachstums zu bedienen? Wir müssen immer kürzer arbeiten, weil die Technik es uns ermöglicht, und zwar schon seit Jahrzehnten. Und diese Zeit, die wir gewinnen, die ist dann da für weitere Arbeitsplätze für andere Menschen, die sie auch benötigen. Und diese Zeit ist da für Freundschaft, die ist da für Bildung, die ist da für Familie, die ist da für Weiterbildung, die ist da für Kultur und Kunst, die ist da für Frieden und Freundschaft und sie ist da dafür, dass wir den Sinn des Lebens leben können und nicht die Wirtschaft uns diktiert, wie wir zu leben haben. Die Wirtschaft ist da für uns und das Geldsystem ist da für uns und dieses muss reformiert werden, sonst können wir nicht wirklich menschlich sinnvoll leben und wir wollen menschlich leben. Und sowohl Viktor Frankl als auch Václav Havel haben beide gesagt, dass der Sinn quasi dasjenige ist, was man anstreben muss, damit ein Leben wirklich gut ist. Und in dem Sinne möchte ich sagen, lass uns da zusammenarbeiten für ein sinnvolles und gutes Leben und für eine Zukunft für uns alle. Danke.